Mann, Leute, was ein wunderschöner Tag, um mal wieder Ukri und Billy abzuholen. Was macht Ukri schon bei Billy, hä? Schau mal hier vorne, denkst du, Billy hat da reingepupst oder warum ist hier so ein kleines Loch? Ein kleines Loch? Hä, sowas habe ich noch nie gesehen, Ukri. Kleines Loch in Minecraft. Guck mal, hier vorne ist einfach so, ist nicht mal ein Block groß. Das ist ja wirklich nicht mal ein Block groß und das geht unendlich tief. Wo ist Billy, Ukri? Hast du schon geguckt, wo der ist? Nee, weiß ich, ich glaube, der ist da reingefallen. In seinem Kühlschrank ist der auch nicht, da sind nur seine Kekse. Denkst du, ist der wirklich reingefallen? Warum ist hier dieses Loch? Oh nein, sonst? kann sein. Oh nein. Ey, das ist das gar nicht gut. Ey, Ukri, ich glaube, wir müssen da rein, aber wie sollen wir das schaffen? Was passiert hier? Warte mal, Ukri, Leute, oh nein, gar nicht gut. Was ist gerade passiert? Ukri, hallo, komm her raus! Ukri, ich glaube, Ukri ist weg, Leute. Ich stelle mich da jetzt lieber auch nicht drauf, obwohl ich muss es tun. Ich muss Ukri retten, komm her! Ich werde jetzt wahrscheinlich auch so richtig winzig wie er. Wow, was passiert hier? Wow, Leute, wo bin ich jetzt hier? Bin ich noch immer klein? Oh nein, das ist hier alles mit... Oh, das ist Ukri! Ey, Ukri, hallo! Geht's dir gut? Hallo, Ukri, bist du noch ansprechbar? Ukri! Lucky, was passiert, Alter? Warum sind wir so mini geworden? Ich hab keine Ahnung, aber... Ich hab den Bett gefangen! Das heißt, wir kommen hier nie wieder raus, Ukri. Was machen wir jetzt? Das war eine Falle! Und wo ist überhaupt Billy? Ihr seid gefangen in Bedrock! Was? Hä? Hast du es gehört? Junge, wer war das? Wer hat da geredet? Irgendeiner hat uns eine Falle gestellt. Ein Game Master! Oh ja, richtig erraten. Ich spiele ein Spiel mit euch und ihr kommt erst hier wieder raus, wenn ihr meine Regeln befolgt. Hast du es gehört, Ukri? Junge, der will ein Spiel mit uns spielen. Ey, lass uns hier frei, Junge. Lass uns ein Spiel spielen. Alter. Lass uns ein Spiel, komm, wir werden alles meistern. Ukri, wir sind ein Partikel groß. Guck mal, wie winzig wir sind. Wir können nichts, Ukri. Wir werden draufgehen hier. Wir können hier, kommen hier nie wieder raus. Ich baue hier 10 Jahre ab, ist mir egal. Erstens bist du komplett winzig. Zweitens kann man Bedrock nicht mehr abbauen. Doch, ich schaff's, Blacky. 10 Jahre brauche ich nur. Um aus der Bedrock-Box rauszukommen, müsst ihr eine Challenge meistern. Was für eine Challenge, Ukri? Ey, sag uns die Challenge, wir werden alles schaffen. Wir müssen hier raus, wir müssen Freund Billy retten. Wenn ihr die Challenge meistert, dann gebe ich euren Freund Billy wieder. Aber ihr müsst jetzt das kleinste, sicherste Haus bauen. Und der Gewinner kommt wieder frei. Was, das kleinste, sicherste Haus bauen? Wie soll das denn gehen? Okay, Ukri, ich bin ultra gespannt. Wir müssen Billy retten und hier wieder rauskommen. Komm schon, aus dieser komischen Dimension. Okay, let's go, Leute. Ab geht's zur kleinsten, sichersten Hausbau-Challenge. Let's go. Ich will raus. Komm schon, du musst es hier rauslassen. Viel Erfolg bei der unmöglichen Challenge. Freunde, ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem Haus an, weil wir haben ja nur 10 Minuten Zeit. Und als allererstes platzieren wir hier diese 2 sogenannten Glowblöcke, weil ihr wisst ja, damit werden wir einfach richtig, richtig klein und alles um uns drum wird einfach riesig. Als allererstes werden wir hier jetzt Wolle platzieren. Ihr werdet schon sehen, was ich damit vorhabe. Nämlich können wir jetzt mit der Axt einfach diese ganze Fläche hier ausfüllen. Und bam, somit haben wir jetzt schon einen richtig coolen Boden. Einen roten Boden. Rot ist cool, Freunde. Vertraut mir. Okay, das Ganze machen wir jetzt noch mit den Wänden, damit wir hier jetzt so einen viereckigen Würfel haben. Okay, die erste Wand ist fertig. Jetzt folgt die zweite Wand und die ist auch schon fertig. Somit haben wir jetzt auch schon die dritte Wand und als letztes die vierte Wand. Okay, jetzt wo wir hier so einen schönen Würfel haben, aber irgendwie noch kein Dach, würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein paar Hindernisse rein, damit sie nicht zu meinem Haus kommen. Ich werde jetzt einfach den ganzen Boden hier voller Lava ausfüllen. Und dann passt mal auf, was wir machen werden. Und zwar machen wir da so einen Parcours, aber keinen normalen Parcours. Nämlich müssen Ukri und Orksi gleich irgendwie versuchen, hier rüber zu kommen. Und zwar werde ich dann hier einfach Sandblöcke in eine Kiste platzieren. Und dann müssen die hier so placen und dann einfach da rüberlaufen. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwierig und die schaffen das niemals. Okay, Freunde, ich würde sagen, wenn die hier spawnen, bauen wir hier einfach mal so einen kleinen Boden hin. Und dann machen wir hier die Kiste rein und da machen wir jetzt die ganzen Sandblöcke hin. Okay, wir machen 2 Stacks in die Kiste. Wenn die hier auf den Boden kommen, können die eigentlich auch Sand platzieren, aber ich glaube, darauf kommen die nicht mal. Also, das wäre ja eigentlich sogar auch noch fair. Okay, damit das Ganze nicht zu schwierig ist, mache ich hier einfach mal so einen kleinen Boden hin. Das heißt, die müssen hier nur einen kleinen Lauf mit Sandblöcken schaffen. Ich glaube, das ist dann nicht mal so schwierig. Ich meine, man kann hier so lang springen. Okay, zack, bam und dann hier rüber. Habt ihr gesehen, Freunde? Ist gar nicht mal so schwierig. Ich habe nur 100 Versuche oder so dafür gebraucht. Ihr dachtet bestimmt schon, das Level kann schwierig werden, aber passt auf, was ich jetzt mache, Freunde. Nämlich platziere ich hier bis... Oh nein, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, Mann. Das wird jetzt hier alles explodieren. Warum mache ich das die ganze Zeit? Okay, ich glaube, so sollte das Ganze ein bisschen sicherer sein. Und zwar werden wir das Ganze jetzt so machen, dass wir einfach den ganzen Boden hier mit TNT aushöhlen. Und vielleicht weiß ja schon der ein oder andere, was ich jetzt vorhabe. Okay, und somit ist der ganze Boden jetzt voller TNT unten. Als nächstes machen wir jetzt hier einfach eine Schicht Sand hin und darauf werden wir dann Druckplatten platzieren. Das heißt, sie müssen richtig aufpassen, dass sie nicht auf die falsche Druckplatte treten, sonst explodiert hier alles.
Okay, Freunde, jetzt haben wir hier eine Sandschicht drauf und wenn wir jetzt mal hier etwas abbauen, seht ihr sofort, hier ist einfach TNT, nämlich werde ich jetzt richtig viele Druckplatten hier hin machen und die müssen dann durch dieses Feld laufen und wenn die auf diese Druckplatte treten, dann explodiert hier einfach alles und dann haben sie automatisch verloren und ich sage euch schon mal so, sie werden das Ganze niemals schaffen. Ich werde hier sogar nochmal extra eine Druckplatte hin platzieren, weil ich hier alles voller Druckplatten voll spammen werde. Okay, hier können auch noch ein paar hin, man soll natürlich nicht sparen mit seinen Druckplatten, hier auch noch einen, zack, zack, zack und ich würde sagen, das reicht jetzt auch schon. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Wir machen hier mal ein paar Wollblöcke hin, damit die hier auch nicht um die Ecke einfach gehen, weil das wäre nämlich unfair. Aber warte mal, da müssen wir hier ja alles ausfüllen mit Wollblöcken. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir markieren einfach mal das Ziel hier mit zwei schwarzen Wollblöcken, weil das sieht einfach aus wie ein Ziel. Es ergibt einfach Sinn, Freunde. Okay, so, mit haben wir es jetzt gemacht. Und warum ist das hier nicht synchron, also mit den Farben? Okay, so sieht das Ganze schon viel besser aus. Irgendwie sieht es auch immer ein bisschen komisch aus, Freunde. Woran liegt das? Okay, Freunde, ich glaube, wir haben die Lösung. Ey, das sieht doch immer schlecht aus. Und ich würde sagen, das war's mit meinem ersten Block hier und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal aus der großen Perspektive an, weil wir sind ja gerade noch immer richtig winzig. Irgendwie habe ich das voll vergessen und ich bin gespannt, wir gehen jetzt raus aus diesem Block. Let's go! Okay, Freunde, wir sind jetzt aus unserem Block draußen und guckt euch einfach mal, wie cool das aussieht von oben. Hier ist einfach unser Ziel, welches wir dahin gemacht haben und dort werden sie dann spawnen, müssen dann hier diesen Parcours bestehen. Und warum sieht das Ganze so komisch aus? Wo ist die Lava bitte sehr, Junge? Egal, ich glaube, das buggt hier ein bisschen und danach müssen sie einfach durch dieses Minenfeld gehen und wenn die es dann geschafft haben, sind sie im Ziel. Aber ich würde sagen, wir machen hier einfach erst noch weiter mit dem zweiten Hindernis. Okay, Freunde, ich bin ready. Wir gehen rein in den zweiten Block. Let's go! Okay, Freunde, wir sind jetzt im zweiten Block drinne und ihr seht schon, hier ist der Spawn und ich mache hier gerade so ein kleines Gefängnis, wenn man das so sagen kann. Und zwar werde ich hier gerade am Ende einfach so eine Tür hinmachen und ich hoffe, die ist einfach richtig gut getan. Und Freunde, ey, guckt euch das einfach mal an. Vielleicht finden die die Tür einfach gar nicht und denken sich, ey, wo muss ich hier lang, Junge? Ich finde hier gar nicht heraus. Was hast du mit mir gemacht? Und zwar werde ich hier einfach noch richtig viel Glas hin platzieren, damit die Tür einfach unsichtbar wird. Dazu brauchen wir aber erstmal ein bisschen Baumehl und wo finde ich das? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir platzieren hier jetzt mal ein bisschen Gras, damit diese Tür noch unsichtbarer wird. Also ich sag mal so, würde ich hier spawnen, ich wäre erstmal gar nicht auf mein Leben klargekommen. Wir müssen natürlich hier noch etwas alles ein bisschen größer machen. Und ich glaube, das sollte reichen. Zack, zack, zack. Hier bauen wir das noch zu Ende. Und platzieren jetzt hier alle Blöcke. Ey, das ist schon mal sowas von cool. Ich sag's euch, Freunde. Und zur Verwirrung werden wir einfach noch eine zweite Tür hinmachen. Aber die Fake-Tür. Und machen dann zum Beispiel hier einfach oben einen Knopf hin. Und dann denken die, hier ist irgendwo ein Knopf versteckt oder so. Und glauben, man muss hier durch. Aber echt, ist es voll easy. Man muss einfach nur durch diese Tür. Und dann ist man weiter. Aber weil die so gut getarnt ist, ich sag euch ehrlich, die werden diese Tür niemals im Leben finden. Okay, wir machen hier wirklich alles voller Gras hin. Komm, komm, komm. Wachs hier, Gras, wachs mehr. Okay, das Gras muss hier wirklich wachsen. Blumen sind hier egal. Wir brauchen keine Blumen, Freunde. Wir brauchen Gras. Okay, das war's jetzt komplett. Mehr Gras, let's go. Ey, Freunde, ich sag euch, das wird auf jeden Fall ein richtiger Erfolg. Aber warte mal, den Knopf müssen wir hier auf jeden Fall wegmachen, damit das Ganze nicht so auffällig ist. Und hier machen wir jetzt so Knöpfe hin, Hebel, damit man denkt einfach, man muss durch diese Tür. Aber echt muss man einfach durch diese, Freunde. Ihr habt's gecheckt, wir werden das Ganze zu 100% gewinnen. Und Freunde, zur maximalen Verwirrung mache ich einfach mal hier eine Kiste hin. Die denkt dann bestimmt, ey, ich muss die Kiste, da sind bestimmt Blöcke, wie ich mich hier rausbauen kann oder so. Aber ich mache da jetzt einfach mal so richtig blöde Sachen rein. Okay, Freunde, ich habe auch schon eine Idee. Wir machen da jetzt einfach richtig viel Rotten Flash. Und also, das wird ihm wirklich gar nichts bringen, dieses Rotten Flash. Und machen das Ganze hier noch ein bisschen höher, weil vielleicht bauen die sich raus oder so. Ich kenne Ukri und Orksi. Die sind schon zwei kleine Schlingel, würde ich sagen. Okay, wir bauen das Ganze hier noch zu, damit es da drunten natürlich richtig dunkel wird und die da nichts sehen. Und ich sag euch schon mal so, ey, die werden diese Tür einfach nie im Leben finden. Aber wenn sie die finden, wovon ich erstmal nicht ausgehe, dann machen wir hier weiter. Ey, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee, was wir als nächstes machen. Passt einfach mal auf. Und zwar werden die sich ja bestimmt denken, ey, Mann, der hat hier eine getarnte Tür hingemacht. Der wird die bestimmt wieder dorthin machen, aber nur in einer anderen Farbe. Aber wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde einfach diesmal die Fake Door hin platzieren, die weiße. Und weil die so offensichtlich ist, werden sie niemals drauf kommen, dass das einfach die echte ist. Und da mache ich einfach den Knopf hier dran. Und wenn sie den dann drücken, können sie einfach rein. Aber sie werden bestimmt denken, ey, Mann, nein, ich muss ja eigentlich durch diese Tür, weil die ist so getarnt und so. Also, Freunde, ich werde einfach das System ausdribbeln. Ich hoffe, die meisten verstehen einfach, was ich meine. Außerdem werde ich hier jetzt alles blau machen, damit das Ganze noch schwieriger ist und die wirklich denken, ey Mann, ich muss hier jetzt eine getarnte Tür finden. Aber in echt ist es einfach nicht so. Okay, Freunde, ich würde sagen, so sieht das Ganze schon viel besser aus. Und damit die mal wieder hier komplett verwirrt sind, mache ich hier einfach richtig, richtig viel Gras hin. Zack, 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 Freunde. Man darf natürlich nicht sparen. Einfach so viel man Lust hat. Zack, 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 zack. Und davon natürlich die richtig groß machen. Ey Junge, wie groß werden die? Was ist das, Freunde? Alter! Ey, Freunde, auf einmal ist er weg. Da ist er schon wieder.
Ey, der macht mir richtig Angst, Freunde. Was will der von mir? Das bin einfach ich, Freunde. Ey, kann das sein, dass das Ukri war? Ich werde ihn jetzt zur Rede stellen, Junge. Spicken ist nicht erlaubt, Mann. Okay, wir gehen hier raus. Und wo bist du, Junge? Zeig dich, Alter. Okay, nein, das ist von Orksi und irgendwie ist hier noch nichts. Dann gehen wir mal hier hin. Ey, ich gehe da jetzt rein, Junge. Ich werde ihn zur Rede stellen. Okay, Freunde, wir haben gesehen, bei Zemrak war ein Parcours. Wir machen das auch irgendwie so ähnlich. Okay, wir fangen mal hier an. Und dann hier und... Ey, Junge, Ukri, Alter, hast du gerade eben bei mir gespickt, oder was? Ich habe ganz genau gehört, was du gesagt hast. Zemrak, was machst du denn hier? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Geh mal schnell raus aus meinem Haus, Mann. Ja, Junge, aber hör mal auf zu spicken, Junge, sonst mache ich hier alles kaputt, Mann. Egal, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier an unserem perfekten Hindernis mal wieder weiter. Und ich sag euch ehrlich, das werden die einfach niemals erraten, dass das hier einfach so richtig gut getarnt ist. Guck mal, wie groß das hier einfach geworden ist. Ich mach das Ganze mal auch hier so ein bisschen größer. Und das machen wir alles voller Gras, Freunde. Wir wollen hier wirklich das so schwer wie möglich machen, Freunde. Habt ihr es gehört? Habt ihr mich gehört, Freunde? Okay, ich glaube, so ist das Ganze gut. Wir machen hier vielleicht noch ein paar Bäume hin. So einfach aus Prinzip. Ich weiß selber nicht, wieso. Aber die sehen auch relativ schlecht aus. Wir machen das irgendwie, Freunde. Zack, zack, zack. Ich finde, so sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Okay, Freunde, irgendwie sieht das Ganze gar nicht gut aus. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal noch ein paar Blätter ran. Und so werden die das Ganze einfach niemals herausfinden. Ach, und ich habe eine Idee. Vielleicht mache ich hier einfach nochmal random irgendwo ein paar Knöpfe hin. Vielleicht denken die, ja, die müsste ich drücken. Vielleicht öffnet sich dann irgendwas. Aber in echt öffnet sich einfach gar nichts. Und wenn die hier durchkommen, mache ich hier einfach mal eine Sackgasse hin. Also, dann wissen die eigentlich schon, dass sie einfach komplett in meine Falle getappt sind. Oder, Freunde, ich habe eine Idee. Ich mache das Ganze noch schlimmer. Und zwar werde ich einfach dahinter Lava platzieren, dass, wenn sie durch die Tür gehen, einfach in Lava fallen. Ey, das war ja mal mega cool. Okay, das machen wir, Freunde. Ich habe die Idee, das machen wir. Dafür müssen wir aber das hier erstmal wegmachen. Und zwar machen wir jetzt hier ein Loch hin und dann platzieren wir hier einfach Lava, Freunde. Wenn die da reintappen, dann werden die einfach so richtig blöd, Freunde. Ich sag's euch. Und ist hier gerade einer wieder in meinem Haus drin? Junge! Real Ukri, Junge! Geh hier raus, Mann! Egal, Freunde. Ich würde sagen, solange er hinten nicht reingeht, kann er ruhig gucken. Ist ja nicht so schlimm. Okay, wir machen hier weiter mit unserer Sackgasse. Und zwar werden wir das Ganze hier einfach mal erstmal zubauen, damit man hier auch nicht reingucken kann, wie gerade Ukri. Okay, zack, zack, zack. Und hier bauen wir mal alles zu. Die denken bestimmt, ey, das ist einfach ein Haus, da können wir sowieso nicht hin. Aber in echt kann man da wirklich hinkommen, Freunde. Nämlich muss man hier einfach nur um die Ecke, dann sieht man da einen Knopf und kann den drücken und dann schnell dort rein. Obwohl, ein Knopf geht gar nicht, glaube ich, weil man ist ja nicht schnell genug. Dann würde ich sagen, machen wir da einfach mal einen Hebel hin. Freunde, ich habe mich wieder umentschieden. Und zwar habe ich einfach noch eine viel bessere Idee. Wir machen hier den Knopf weg, machen hier mal wieder nur eine Treppe. Also das ist gar nicht das richtige Ziel. Und zwar muss man in echt hier so hoch sich hangeln und kann dann von hier aus ins Ziel rein. Und diese Tür ist einfach nur eine Fake-Tür, aber eigentlich kann man dort gar nicht hin. Hier machen wir auch einen Hebel hin, hier auch und hier auch, Freunde. Ey, wie cool ist das denn bitte sehr, Freunde? Die werden niemals darauf kommen. Ich glaube, die könnten darauf vielleicht eventuell sogar kommen, aber ich glaube, die sind dazu ein bisschen zu lost. Und zum Ende tarnen wir das Ganze sogar noch richtig cool. Und zwar machen wir hier einfach diese Door hin. Obwohl ich sagen muss, das ist nicht gut getarnt. Man muss schon relativ lost sein, das zu übersehen. Aber damit würde ich sagen, war es das auf jeden Fall mit diesem Level. Ich finde das ehrlich gesagt richtig, richtig cool. Hier haben wir diese eine kleine Fake-Door, wo die dann so durchgehen, dann einfach fast in die Lava fallen. Wenn sie gut sind, springen die da draus. Und wenn sie gut sind, könnten die sogar hier drüber und das Ganze einfach direkt schon sehen. Aber ich würde sagen, das machen wir deswegen einfach mal hier zu. Freunde, guckt euch einfach mal das an. Ich glaube, die werden hier niemals durchkommen zu meinem sicheren Haus, weil das ist einfach viel zu schwierig. Ich sage euch so, ich werde das Ganze zu 100% gewinnen. Guckt das Video unbedingt bis zum Schluss. Freunde, ich habe gerade ein drittes Level gemacht, aber ich habe daran richtig lange gearbeitet. Deswegen zeige ich das jetzt nicht im Video. Trotzdem seht ihr hier, was ich entworfen habe. Junge, guckt euch einfach mal an, wie cool das ist. Ich werde euch das Ganze mal kurz vorstellen und dann wird das hier sozusagen das Endboss-Level. Und wenn er dieses Level besteht, kann er zu meinem sicheren Haus kommen. Und zwar hat man hier dann so ein Boot. Dieses muss man benutzen und hier irgendwie so entlang fahren. Hier diesem Hindernis ausweichen. Wenn man nicht genug aufpasst, dann kann man hier einfach in die Lava fallen mit dem Boot und ist somit tot. Wenn man hier weiterkommt, muss man auch aufpassen, dass man hier nicht nach links abbiegt und dann runterfällt mit dem Boot. Aber das werdet ihr gleich alles noch sehen, wenn Ukri und Orksi die Map einfach ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu dem krassesten, Freund. Und zwar habe ich hier einfach so eine kleine Redstone-Leitung hingebaut. Junge, das war voll kompliziert. Nein, Spaß war es eigentlich gar nicht. Wenn man hier auf diese Druckplatte kommt mit dem Boot, passt einfach mal auf, wird man von diesen Pisten einfach weggeschoben. Und ich hoffe, dass sie da hier einfach wieder in die Lava fallen. Hier am Ende jetzt noch ein kleines Hindernis, dass man hier wieder hinfallen kann
und hier muss man wirklich aufpassen, weil das Boot ist ja ziemlich groß, dass man hier nicht abbiegt und in die Lava fällt. Und Freunde, wenn sie das alles geschafft haben, können die dann ins Ziel kommen. Nein, Freunde, können sie natürlich noch nicht, denn ich habe da noch einen kleinen Haken reingemacht. So einfach kommt man nicht in mein sicheres Haus, obwohl eigentlich war das Ganze bisher gar nicht einfach, sondern richtig schwierig. Und zwar gibt es dann hier diese Druckplatte, okay, die sieht jetzt erstmal ziemlich harmlos aus. Also als Orksi oder als Ukri würde ich hier auf jeden Fall reinlaufen, aber als Samlak natürlich nicht, weil ich würde direkt durchschauen. Junge, da drunter ist TNT, darauf laufe ich niemals. Aber wenn die das durchschauen, können die die Druckplatte wegmachen oder schnell mal durchlaufen und dann in das Ziel reingehen. Dann haben die das Ganze auf jeden Fall geschafft und können mein sicherstes Haus reinkommen. Aber ich sage schon mal so, das werden die nicht schaffen, okay? Also wenn die das schaffen, dann auf jeden Fall Respekt. Okay, so schon viel besser. Ich würde sagen, ich sage jetzt Orks und Ukri Bescheid, weil jetzt sind eigentlich schon 10 Minuten vorbei. Ich glaube, wir haben die Zeit sogar schon ein bisschen überschritten, dass sie auch fertig sein müssen. Orksi, Ukri. Okay, Orksi und Ukri, jetzt kommen wir zu meinem Level. Und ich sage euch schon mal so, das wird ultra, ultra schwierig. Wir beginnen mit diesem roten Redstone-Level, welches auch schon richtig schwierig aussieht, oder? Ich bin ready und du, Orksi? Ich sag dir ehrlich, ich bin absolut bereit, aber das Spiel sieht, beziehungsweise das Level sieht extrem schwierig aus, Bro. Ich könnte mir echt nicht vorstellen, was man da macht, aber warte mal, hast du extra rote Akzente benutzt wegen deinem Skin? Ja klar, ich bin rot und meine Level sind auch rot. Warum das blau ist, frag mich nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal in das Level rein. Let's go! Okay, wir sind angekommen bei meinem Level und vor allem, ihr wisst schon, was ich gleich vorhabe mit dem. Also, geht als erstes in den Survival Mode. Okay, Survival Mode. Hey Mann, Bro, das ist doch nicht dein Ernst, was hast du vor? Also, hört mir zu, ihr braucht bestimmt ein bisschen Essen, deswegen droppe ich euch das. Fische sind nie schlecht, komm her. Okay, ich habe schon ein bisschen Essen, egal, ich nehme auch noch ein bisschen was, bitte. Let's go, let's go, let's go. Das braucht ihr auch, weil gleich wird's richtig schwierig. Okay, ihr seht bestimmt hinter euch diese Kiste, diese Redstone-Kiste, die müsst ihr gleich öffnen oder die könnt ihr auch jetzt schon öffnen. Und ihr seht schon, was da drin ist. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr Sand oder richtig viele Boote nimmt. Na gut, ich wähle ganz viele Boote. Also, Oxy, ich nehme mir dann den Sand aus der Kiste. Okay, sehr gut gemacht. Ich würde sagen, Bro, lass mich erstmal was ausprobieren, warte. Und, wie ausprobieren? Das ist eine dumme Idee. Bro, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir müssen ganz schnell das Sand und die Boote hintereinander platzieren, um rüberzukommen, oder? Ich glaube, ich muss einfach hier rüberspringen, indem ich Block platziere und da. Bro, das ist Sand, das fällt runter. Da hätte man doch mal nachdenken können. Lass uns so ausprobieren, wie ich es gerade gesagt habe, okay? Okay, ich glaube, ihr habt es schon ohne mir verstanden. Ich brauche es euch eigentlich gar nicht mehr zu erklären. Ukri hat sich für den Sand entschieden. Das heißt, er muss hier gleich an der Wand mit dem Sand entlanglaufen. Und du musst aufpassen, wenn du nicht schnell genug bist, fällst du in die Lava. Und Orksi muss dann mit seinen Booten auf der Lava einfach rumspringen. Ich bin gespannt, ob ihr es schaffen werdet oder nicht. Let's go! Ja, ich würde sagen, du fängst zuerst an. Ich fange als erstes an? Ist das denn ernst, Orksi? Wenn ich als erstes anfange, dann sterbe ich doch und bin aus dem Level ausgeschieden. Du weißt doch, ich will das Level hier schaffen. Also, jetzt beruhigt euch mal. Diskutiert nicht darüber, wer als erstes geht, sondern was der bessere Gegenstand ist. Ich meine, ihr wollt ja beide das Level bestehen. Na gut, recht hat er schon. Also, ich habe ein Boot. Das Problem beim Boot ist, dass wenn ich das place, verbrennt es sofort. Und du hast Sand. Aber bei dir ist doch das Problem das? Dass es direkt runterfällt, Mann. Wie soll ich denn da überhaupt draufspringen, wenn es direkt runterfällt? Stimmt, das ist echt alles voll blöd. Und wieso überhaupt Holzboot? Ist doch klar, dass es dann verbrennt, Bro. Das hast du doch extra gemacht, Sam Lucky. Na klar habe ich das extra gemacht. Ich hab's euch so schwer wie möglich gemacht. Sonst würde ich ja auch nicht natürlich Samlak heißen. Ich meine, ich mache ja alles schwierig. Ich glaube, ich habe eine Idee, Bro. Wie wäre es denn, wenn wir das Ganze einfach mal gleichzeitig platzieren? Lass uns einfach mal ausprobieren, okay? Auf drei, komm, Ukri. Eins, zwei, drei. Let's go. Und... das hat absolut nichts gebracht. Okay, Freunde, ich habe mich gerade gemutet und ich glaube, die diskutieren da gerade noch die ganze Zeit weiter. Die kommen einfach nicht auf die Idee. Warte mal, was machen die da überhaupt? Die kommen einfach nicht auf die Idee, dass man das Boot platzieren muss und dann schnell weiterspringen muss. Naja, ich glaube, ich muss dir ein paar Tipps geben. Okay, seid ihr noch am Start? Schöne Lava, gib mir einfach mal die Möglichkeit, darüber zu kommen. Wir bringen dir die Opfer des Essens. Ey, Jungs, das bringt euch absolut gar nichts. Verschwendet nicht euer Essen, denn ihr habt nicht ganz... Vielleicht muss ich ja jemand anderen opfern, Ukri. Ey, ganz ruhig, Orks, ist das denn ernst? Du willst mich jetzt da reinschmeißen? Das bringt absolut gar nichts. Okay, stopp. Hört mir mal zu, okay? Ich gebe euch jetzt mal Tipps, weil ich kann mir das nicht angucken, Junge. Ihr streitet die ganze Zeit, werft Essen in die Lava, das bringt euch absolut gar nichts. Schaut mal zu, ihr nehmt euch einfach ein Boot aus der Kiste. Und dann macht ihr es so wie der Profi Samlak. Okay. Warte mal, Bro. Möchtest du jetzt einfach mit dem Boot einfach rüberschwimmen? Ist das dein Ernst? Genau so machen wir das. Nur ein bisschen anders. Nämlich place mir das Boot und springen einfach rüber. So wie ich. Let's go. Okay, ich probier's aus. Ja, ich bin direkt dran. Dann los, ich krieg das hin. Okay, du schaffst das. Darauf bist du vorbereitet. Let's go. Nein, was machst du?
machst du? Was machst du? Okay, Ukri, du hast gesehen, das hat absolut gar nicht gut geklappt, obwohl er hat es geschafft, einen Boss zu placen. Der arme Oxy, Mann. Also, willst du vielleicht es versuchen mit dem Sand? Ja, natürlich, wenn ich jetzt nur Sand hätte, Mann. Ich habe meinen Sand leider verloren. Du hast deinen Sand verloren? Wie konntest du Sand verlieren? Da war so viel Sand. Egal, ich gebe dir noch ein bisschen was an Sand. Ah, Sam Lucky, Bro. Darf ich bitte mitmachen wieder? Ja, klar kannst du wieder mitmachen. Du hast es nämlich fast geschafft. Ich gebe dir noch eine zweite Chance. Aber warte erstmal, Oxy. Jetzt will ich es erstmal versuchen, Mann. Und jetzt gib mir meinen Sand wieder, was mir Samlack gegeben hat. Oh, natürlich. Hier, bitteschön. Aber ich glaube nicht, dass du es hinkriegst. Okay, ich werde es versuchen, Samlucky. Ich bin gespannt, Ukri. Du wirst gleich den Sand platzieren. Überleg dir ganz genau, willst du hier langlaufen oder hier langlaufen? Mal schauen, ob er es schafft. Oha. Hä? Jetzt musst du schnell rüber da, Bro. Hey, ja, Ukri, Mann. Ja. Du Schummels, Alter. Ja. Freunde, stark. Was hat er da gemacht? Ukri, Mann, das war gar nicht so vorgesehen. Egal, das war auch eine Möglichkeit. Ich lass das zählen. Perfekt. Ich nutze mal einfach das Sand, was hier hinten ist, Bro. Und zack, und zack, und ja, ich hab's geschafft. Let's du bist der Beste. Go, Oxy und Ukri, ihr habt's geschafft. Aber im zweiten Level wird's noch viel schwieriger. Nämlich hab ich hier ein ganzes Minenfeld hingezaubert. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr hier sicher vorankommt. Und guckt euch einfach an, wie viele Druckplatten hier sind. Ihr dürft auf keinen Fall die berühren, sonst fliegt ihr alle in die Luft. Und ihr schafft es nicht zu meinem sichersten Oxy. Haus. Pass auf, dass wir uns nicht gegenseitig schubsen, okay? Nein, nein, werden wir nicht machen. Okay, Bro, alles gut, Bro. Da ist nochmal Glück gehabt. Da ist kein TNT drunter. Unter manchen Feldern ist TNT, unter manchen ist nicht. Das macht das Ganze noch spannender. Also, na dann, dann würde ich sagen, der erste Sprung gehört mir. Und... Okay. Oh, stark, stark, stark. Also, da ich gerade eben ja so gut mit den Booten war, habe ich eine gute Idee. Ich werde einfach das machen. Ey, wie, Alter? Das ist Schummeln, Mann. Oxy! Okay, das ist aber eine gute Idee. Also, ich lasse das Ganze mal zu. Ukri, du hast es auch geschafft und hast nicht diese Druckplatten berührt. Somit bist du weiß, aber ich weiß nicht, ob du die nächsten Jumps schaffen wirst, weil guck dir das einfach mal an. Oh, die sind ja voll schwer. Und Oxy, Junge, hör jetzt mal auf damit. Ich nehme dir ein Boot weg, Alter. Das benutze ich. Eins noch, let's go. Okay, jawohl, ich hab's geschafft. Das war das Letzte, aber noch mehr kriegst du nicht. Jetzt müsst ihr nur noch springen und Boote sind verboten. Du hast den nächsten Sprung sogar geschafft. Sehr stark. Also, ich glaube nicht, dass ich in dieses einzelne Feld es schaffen werde, Samlack. Ist ein TNT oder nicht? Denkst du wirklich, ich werde das dir jetzt verraten? Okay, Ukri, überleg dir es ganz genau, ob du den Sprung jetzt riskieren willst. Hier ist nämlich schon das Ziel und wenn ihr das erreicht, seid ihr schon safe. Okay, ich versuche es jetzt. Sam Lucky, ich vertraue dir in deiner Macht, dass da kein TNT ist. Okay, ich spring einfach. Du schaffst das, Ukri. Naja, es hat tatsächlich geklappt. Ihr hattet nochmal Glück. Ey, warum hat ihr überhaupt so viel Glück? Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, beim nächsten Fail werdet ihr nicht mehr so viel Glück haben. Oxy, jetzt bist du dran. Okay, na gut. Also, wenn ich dort hinten hinspringe, dann wäre ich schon viel näher am Ziel. Aber es ist ein bisschen unsicher, denn es sind 1, 2, 3, 4 Platten dorthin. Aber wenn ich hier hinspringe, dann sind es nur 2. Okay, soll ich es riskieren oder nicht? Ukri, was meinst du, Bro? Okay, ich sag dir ganz ehrlich, es wäre noch eine Möglichkeit. Aber das ist ja diagonal. Das ist ein diagonaler Sprung, der ist noch schwieriger. Oxy, das kannst du nicht schaffen. Du hast recht, eine Diagonale schaffe ich nicht. Ich probiere einfach in die Richtung eine Diagonale zu machen. Das ist viel einfacher. Los, 3, 2, 1 und... Perfekt, du hast es geschafft. Jetzt ab ins Ziel. Schnell, schnell, schnell. Genau, ab geht's ins Ziel. Warte mal, fährt da, Bro. Oh, nein, alles explodiert. Okay, das war nochmal knapp. Nur ein TNT ist explodiert, aber ihr habt gesehen, wie viel Schaden das anrichten kann. Dennoch habt ihr es noch ins Ziel geschafft, deswegen seid ihr nicht tot. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum zweiten Level. Warte mal, sind Lucky, haben wir es geschafft? Ja, ihr habt es geschafft, also teilweise. Let's go, Bro. Und wow, okay, wir sind draußen und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zum zweiten Level. Und das ist noch viel, viel schwieriger als das Level von gerade eben. Nämlich machen wir jetzt weiter mit... Lucky, schau dir jetzt an, was das für einen Schaden angerichtet hat, das TNT. Oh, das sehe ich auch gerade. Und vor allem ist das voll witzig, weil das so mini einfach aussieht, ne? Aber Bro, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das kleinste, sicherste Haus war das jetzt nicht so wirklich. Du hast bestimmt noch sicherere, oder? Wie? Meinst du, das war nicht gut? Alter, du hast die Druckplatte aktiviert. Du bist fast gestorben. Jetzt hör mal auf zu liegen. Außerdem hast du gecheatet. Geh weg mit deinem Booten, Junge. Naja, zumindest habe ich meine Liebe für Boote entdeckt. Okay, ich lass dich mal mit deinem Booten. Also, kommt ins zweite Level. Das ist das hier mit diesem lilanen Haus hier. Ich bin gespannt, ob ihr das bestehen werdet. Hier, komm mal. Oxy, wir schaffen das. Und zack. Ich bin bereit und rein da. Oh, okay, Freunde. Wir sind jetzt im nächsten Level und ihr seht es schon. Ihr seid hier in einem geheimen Raum. Ich würde sagen, versucht einfach mal rauszukommen. Oh Mann, stimmt, Bro. Guck mal, hier sind überall ganz viele Schalter. Ich drück das mal, aber irgendwie passiert da nichts. Warte mal, wir machen erstmal das Gras weg. Da sieht man ja gar nichts von. Zack, zack, zack.
Okay, aber bei den Schaltern, bei den Knöpfen, da passiert nichts. Oh, warte mal, Ukri, hier ist eine Kiste. Das ist eine Kiste, genau. Sollen wir die nicht öffnen oder? Warte, pass auf, das ist eine Redstone-Kiste. Warte mal, da ist überall rotten Flash drin. Oh, Bro, ich hab echt Hunger, Mann. Danke, Sam Lucky. Oh, ey, Mann. Das sollte eigentlich gar nicht hilfreich sein. Das sollte euch pranken, Junge. Das rotten Flash bringt euch einfach absolut gar nichts. Und ihr müsst jetzt irgendwie zusehen, dass ihr hier einen geheimen Knopf findet, damit ihr durch diese Tür rauskommen könnt. Ey, Sam Lucky. Okay, schau mal hier unten, schau mal hier unten. Oh, stimmt. Aber das bringt auch gar nicht. Okay, Freunde, ich habe mich gerade geschummt und es sieht einfach so aus, als ob sie einfach nicht diese geheime Tür hier finden würden. Sie denken wirklich, sie müssen durch diese Eisentür hier gehen. Ey, das ist einfach sowas von witzig. Mein Plan geht einfach sowas von in Erfüllung. Ey, Mann, was versucht ihr da gerade? Ihr dürft das natürlich nicht abbauen. Das ab. Nein, sonst kriegt ihr eure gerechte Strafe. Warte mal. Okri, schau dir mal das Muster an diesen Stein an. Siehst du, das sind immer so Steine. Aber wenn ich hier bin, dann passt das gar nicht zu den anderen Steinen, oder? Bin ich einfach blöd? Die Farbe, die ist ein bisschen heller als die andere, oder nicht? Freunde, ich glaube, sie haben entdeckt, Mann. Warte mal, lass mal öffnen. Lass mal probieren, ob das irgendwie geht. Lalos, 1, 2, 3 und... Oh, ist aufgegangen, Bro. Ist aufgegangen, Sam Lucky. Hey, Sam Lucky, wir haben es rausgeschafft. Oh, Lava, Bro. Ja, ihr habt es wirklich geschafft. Aber jetzt geht's direkt weiter. Nämlich mit dem Quiz des Jahrhunderts. Und das ist noch viel schwieriger als gerade eben. Ihr werdet diesmal die versteckte Tür nicht finden. Ey, Freunde, die sind jetzt hier ahnungslos. Sie werden bestimmt denken, dass sie da wieder rein müssen in die getarnte Tür. Aber diesmal ist es nicht so. Sie müssen einfach in diese Eisentür da rein. Und wenn sie hier herumlaufen, besteht sogar noch die Gefahr, dass sie hier in diese Lavablöcke fallen. Also das Ganze wird richtig, richtig cool. Und die versuchen hier gerade wirklich schon alles. Okay, Okri und Orksi, ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber versucht jetzt mal die Tür zu finden. Oder ich sag mal so, das Ziel zu finden. Guck mal, ich habe eine Idee. Man muss ja irgendwie da aufkommen, auf das Dach, oder nicht? Und zack. Oh. Scheiße. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich mach das einfach mal weg. Jetzt kannst du gar nichts mehr da. Oh, hier sind Knöpfe, Orksi. Drück einfach jeden Knopf, okay, an den Bäumen überall. Vielleicht öffnet sich eine Falltür. Das bringt doch nichts, Mann. Ich hab's aufgegeben. Ich werde dafür jetzt einfach Pilz sammeln und werde die ganzen Pilze hier sammeln. Hey, entspannt euch mal. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Kommt mal mit, Freunde. Ey, Mann, Freunde, die kommen hier gefährlich nahe zu meinem echten Ziel. Ich würde sagen, ich locke die jetzt einfach mal weg. Ey, ich gebe euch einfach mal einen Tipp, weil ihr seid mir ziemlich ahnungslos. Ich muss euch gefühlt die ganze Zeit Tipps geben. Also, kommt mal mit. Guckt euch mal genau diese Wand an. Oh, Mann, schon wieder der gleiche Trick, Orksi. Siehst du das nicht? Ey, das ist so lost, Bro. Ja. Sam Lucky, take the L, Bro. Schau mal, wir können es einfach öffnen. Das war doch klar, Mann. Oh, pass auf, das ist klar. Einfach überspringen. Okay. Ey, okay, Mann, Freunde, das wird denen einfach absolut gar nichts bringen. Das war meine Attrappe, jetzt sind die in der Falle. Und obwohl die sind nicht richtig in der Falle, dort können sie einfach nichts anstellen. Denn die geheime Tür ist eigentlich diese komplett offensichtliche. Die müssen ja hier einfach so hochgehen. Und das wissen die einfach nicht. Mal gucken, ob sie es gleich herausfinden. Okri, wir kommen hier irgendwie nicht lang, Bro. Was ist hier los? Die Sammler, du hast uns verarscht, oder nicht? Wie können wir hier runter? Wir sind nicht so klein wie eine Huhn oder sowas. Genau wie eine Huhn. Ihr habt's einfach herausgefunden. Bisschen spät, wenn ich ehrlich bin. Ey, Mann, das war einfach komplett eine Attrappe. Ihr seid so lost, Mann. Okri, warte, ich entzünde dich, Bro. Und genau, das ist das Gefährliche. Guckt es euch an, hier ist überall Lava. Ihr müsst aufpassen, wo ihr hin habt. Oh, ich brenne, Mann, Orksi, hilf mir doch. Okay, perfekt, ich habe noch überlebt. Warte mal, seht ihr das Riesenboot dort hinten? Hä? Mann, verdammt, man muss hier doch irgendwas machen können, Bro. Was das bringt das doch alles dort? Nicht. Ich sehe das Riesenboot auch, aber konzentriert euch jetzt mal auf das Level. Ach, das ist mein Boot. Also bei den Knöpfen hier bringt das aber irgendwie auch nichts, Bro. Warte mal, ich rieche irgendwas. Warte mal, Bro, komm mal hier. Oh, warte, man kann hier hoch, Bro. Genau, man kann hier hoch. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Oh, perfekt. Warte mal, was ist das denn, Bro? Ist das eine Falltür? Stell dich da mal drauf, Falltür? Möchte mal was ausprobieren. Nein, das ist keine Falltür. Okay. Drück dort auf keinen Fall drauf. Zack, rein da. Oh, warte mal. Ist das Ziel oder nicht? Ist hier das Ziel schon? Ja, genau, das ist das Ziel. Ihr habt's geschafft, aber das hat relativ lange gedauert und ihr seid einfach in meine Falle getappt. Ich würde sagen, ihr könnt deswegen jetzt ins nächste Level. Das habt ihr auch erfolgreich bestanden. Ey, Sam Lucky, das war ja richtig cool. Dann los, ab ins nächste Level. Ich dachte, das war schon das letzte Level. Okay, let's go. Nein, war es natürlich doch nicht, Alter. So leicht mache ich es euch auch nicht. Wow, okay. Wow. Wir sind jetzt wieder draußen. Gleich geht's ins Finale, ins letzte Level. Aber guckt euch einfach mal an, wie cool das aussieht. Die kleinen sicheren Häuser hier, ey, die sehen einfach sowas von cool aus, vor allem wenn die so winzig sind. Boah, ehrlich, und dort hinten war einfach das Ziel, schau das an, das ist einfach das Ziel. Das hätten wir eigentlich von oben sehen können, aber warte mal, Bro, fällt dir auf, die ganzen Pilze sind da weg, weil ich der Pilzsammler nämlich alle Pilze mitgenommen habe, haha. Ey, Junge, du hast mein Level kaputt gemacht, hör auf damit, immer du mit deinem Boot mit deinen Pilzen. Also, kommt mal weiter zum nächsten Level und geht noch nicht rein, weil ihr habt ja gerade eben gesagt, von oben erkennt man ein paar Dinge, guckt euch vielleicht lieber das kleine
den Level erstmal so an. Ey, ich meine, das sieht einfach sowas von cool aus. Aber es wird euch sowieso nichts bringen, wenn ihr es euch anguckt. Weil ich habe schon mit allem gerechnet. Let's go. Warte mal. Kann es sein, dass wir da mit den Booten übers Eis müssen und unter uns ist irgendwie Wasser? Wasser bestimmt nur, ne? Aber das passt. Du liebst doch Boote. Genau, dann lass uns reingehen. Let's go. Okay, let's nicht zu voreilig, weil das Level wird gleich richtig schwierig. Ich komme auch mit. Let's go. Oh, das ist ja gar kein Wasser. Das ist Lava. Okay, Oxy hat es schon geschafft. Genau. Oh, ihr müsst hier starten und guckt mal in die Kiste, was dort drin ist. Dort ist... Boote. Ja, genau. Dort sind Boote drin. Und das ist kein Wasser. Das hier ist Lava, wie Ukri gerade eben schon festgestellt hat. Ihr müsst jetzt irgendwie versuchen, in dem schwierigsten Parcours, den es nur gibt, mit euren Booten hier über die Eisstrecke zu kommen. Und wenn ihr es nicht schafft, seid ihr raus. Und Ukri, das wird dir absolut gar nichts bringen. Hör auf damit. Okay, Ukri, willst du noch mit einem Boot? Ich habe ein bisschen Angst, Bro, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir machen das zusammen. Knopf 3 ist los. 1, 2, 3. Ich fahre. Wow, das ist extrem rutschig, Bro. Okay, stopp, was macht ihr da? Okay, stopp. Ich glaube, so wird das Ganze nichts. Teilt euch lieber auf und nehmt euch beide ein getrenntes Boot, weil ihr kommt hier irgendwie gar nicht voran. Ja, das machen wir auch. Oxy, du bist so ein schlechter Fahrer. Nein, raus da. Es tut mir leid, Ukri, Bro. Ukri, wir müssen dich löschen. Okay, Ukri, du hast dich gerade irgendwie noch gesaved, indem du das Boot einfach oben platziert hast. Das war richtig gut, deswegen würde ich sagen, ich lasse das mal zählen und du kannst das Level weiter bestehen. Warte mal, Lucky, wieso brauchen wir die Boote? Wir können doch einfach rüberrutschen. Nein, das ist verboten. Ihr dürft das nur mit dem Booten, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun und ich habe hier Ich versuch's jetzt. Genau, es ist das letzte Level. Wenn wir das geschafft haben, haben wir es einfach geschafft, okay? Na los, ich probiere das Ganze. Also vielleicht ist ja nicht die Taktik, dass wir da wirklich einfach mit dem Boot durchfahren sollen. Vielleicht müssen wir ein Boot platzieren, aussteigen und aufs nächste Boot. Ist das erlaubt, Sam Lucky? Nein, das ist auch nicht erlaubt, Junge. Ihr müsst einfach mit dem Boot durchfahren. Komm, ihr müsst das jetzt schaffen, Alter. Stellt euch nicht so an. Ich krieg das hin. Let's go. Ich fahre auf dem Boot. Bro, Oxy, du hast es sogar noch geschafft. Aber das ist nicht erlaubt. Du musst schon auf dem Boot bleiben. Okay, Oxy, du hast es irgendwie noch geschafft. Ich weiß auch nicht, wie. Das kann nicht sein, Bro. Ich hab keine Lust mehr, Mann. Du hast keine Lust mehr, Bro. Das ist ein Foltermann, Mensch. Ein Foltermensch. Das ist schrecklich. Übertreibt es mal nicht, Junge. Ihr werdet schon persönlich. Wisst ihr was? Probier's noch einmal. Und das ist diesmal die letzte Chance. Wenn ihr es nicht schafft, seid ihr disqualifiziert für immer. Na gut, Ukri, machen wir es gemeinsam diesmal. Willst du fahren? Ja, okay, komm, lass mich fahren. Let's go. Das erste Level schaffe ich. Let's go. Danach fahre ich einfach. Wir wechseln uns immer als Fahrer ab. Alles klar? Ja, okay, komm. Komm hinten rein. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Konzentration. Okay, ganz vorsichtig. Okay, ihr habt es geschafft. Nein, Bro. Fahr. Okay, jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr seht bestimmt diese Druckplatte. Ich werde euch nicht verraten, was sie macht. Aber schaut einfach selber zu. Okay, ich bin jetzt ultra gespannt. Okay. Ich glaube, wenn wir auf die Druckplatte gehen, dann stößt uns das Teil daneben weg. Siehst du das? Das ist so ein Teil, so ein Kolben. Wie sollen wir das dann lösen? Versucht einfach vielleicht ganz schnell rüberzufahren. Genau. Na los, wir probieren es einfach. Okay, komm, nach hinten und erstmal Rückwärtsgang, um Anlauf zu nehmen, aber es geht irgendwie nicht nach hinten. Ey, komm schon, stellt euch nicht so an. Ich mache es euch sogar ein bisschen einfacher, indem ich hier ein paar Teile hinzugefügt habe gerade. Komm, ihr müsst es schaffen, Mann. Pass bitte auf. Zwei, los geht's. Drei und los! Wow, ich hab es ja wirklich geschafft. Sehr gut. Oh, Bro, ich sterbe. Okay, ihr seid gleich beim Ziel, also strengt euch jetzt richtig an. Und Freunde, ich habe mich gerade gemutet, was sie nicht wissen. Hier ist noch gar nicht das Ziel. Die müssen erst herausfinden, dass dort einfach TNT unter dieser Druckplatte ist. Und ich glaube, die werden schon so glücklich sein, dass sie einfach auf die Druckplatte gehen werden. Dann sterben die einfach. Das wird sowas von geil. Und in echt muss man ja eigentlich diese Spitzhacke nehmen und dann sich den Freak hier freibuddeln. Also mal gucken, ob die es herausfinden werden. Ich kann nicht mehr, das war zu viel für meinen Kopf. Komm, ich fange jetzt nicht an. Ich werde uns die sichere Überfahrt gewähren. Oh, pass auf. Und wir sind drüben. Warte mal. Ihr habt es geschafft. Warte mal, Iron Pickaxe, was hast du vorbereitet, Sam Lucky? Ja, geht doch einfach mal ins Ziel. Wollt ihr nicht ins Ziel reingehen? Ein TNT, nein, rennen weg. Oh, verdammt. Ihr habt es sogar herausgefunden. Gar nicht mal so schlecht. Und was müsst ihr jetzt machen? Wir müssen rüberspringen. Oxy ist in die Falle getappt. Also, warte mal, Oxy, wir haben eine Spitzhacke bekommen. Wir haben die überhaupt doch gar nicht verwendet. Warum redest du eigentlich noch mit ihm? Ich meine, der ist schon unten. Der ist disqualifiziert. Du darfst nicht mehr mit ihm reden. Ich mach trotzdem mit. Ich hab eine gute Idee. Dann los, wir müssen das einfach hier abbauen. Ja, genau. Komm, bau's einfach ab und dann schaffen wir es. Oh nein, wie hast du das bitte sehr herausgefunden? Zack, hier lang. Ganz ehrlich, Sam Lucky,
Ja? Ich werde mich einfach jetzt mit den Booten hochholen und zack. Ey, Junge, du hast schon wieder geschwommen. Ich hab doch gesagt, die Boote sind unfair. Und wow, damit habt ihr es geschafft. Ihr habt mein sicherstes Haus bestanden. Auch wenn ihr das ein oder andere Mal ein bisschen verloren habt und ich euch ein paar Chancen gegeben habe. Trotzdem würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich wirklich sehr, sehr freuen.